Oh, hi. Worüber ich heute mit euch sprechen muss, ist folgendes. Ich wurde nämlich geblitzt von Ubisoft, weil ich zu schnell gelevelt habe. Alter, machst du nix? In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer Runde Speed Level nach Patch 1.3.0. Einige Leute hatten mir geschrieben, dass sich die Arena ja überhaupt nicht mehr lohnt. Dem gehen wir heute unter anderem mit auf den Grund. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Nun, wer es nicht weiß, momentan läuft auf meinem Kanal ein Gewinnspiel. 2400 Helix-Credits werden verlost, ja, 2400, dafür kriegt ihr locker mal zwei ganze Pakete oder mehrere Sets. Ich glaube, bis zu drei Sets könnt ihr euch davon holen. Schaut da einfach mal unter das Video, ist ein gleam.eu-Link, würde mich mega freuen, wenn ihr da mal reinguckt und mitmacht. Oder es sein lasst, wenn ihr sagt, brauche ich eh nicht. Nun, Patch 1.3.0 ist zwar schon ein paar Tage draußen, aber wie gesagt, es kam immer wieder die Frage rein, fragt nach, was ist da los, kann man denn noch speedleveln? Und das ist natürlich die Frage, die wir uns alle stellen, um möglichst viele Fähigkeitspunkte zu kriegen. Ich bin jetzt auf einem relativ vernünftigen Können-Level, ich weiß aber, einige von euch sind noch weitaus höher als ich, haben da weitaus mehr EP bekommen. Aber gut, ich bin auch erst bei etwa 190 Spielstunden auf diesem Spielstand. Nur. In jedem Fall vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch reinschaut nach all dieser langen Zeit. Heute Abend müsste dann die E3 sein oder morgen, ich weiß noch nicht genau, wann ich das Video hier veröffentliche. Und dafür gibt es dann einen fetten E3-Livestream, den wir uns gemeinsam anschauen. Legt euch die Notification einfach auf meine Kanalseite gehen und da mal eben schauen, was denn da zu sehen ist. Ihr seht einmal den E3-Livestream für Microsoft und einmal für Ubisoft, je nachdem eben, wann dieses Video hier erscheint. Für Speedleveln gibt es immer klassischerweise zwei besonders effektive Methoden und die möchte ich euch heute vorstellen, beziehungsweise nochmal checken, ob sie denn noch genauso effizient sind wie früher. Das ist nämlich das Wichtigste. Dafür gehen wir exemplarisch erstmal wieder hier die erste Taktik durch. Wir besorgen uns Quests. Massiv viele Quests. Also ihr geht wirklich zu etlichen Questtafeln und holt die da ab. Das Ganze natürlich am liebsten, besonders schnell, nutzt also viel die Schnellreise und natürlich vor allem den legendären Wolle. Wer noch nicht weiß, warum Wolle so krass ist, Wolle ist das beste Pferd aller Zeiten. Ihr solltet übrigens hier unbedingt mit einem Abo am Start bleiben, wenn ihr nicht nur Tipps, Tricks, Guides, Gameplays, Livestreams und News und Updates zu Assassin's Creed wollt, sondern auch zu allen anderen relevanten Singleplayer-Open-World-Spielen. Sei es ein Shooter, sei es ein cooles Rollenspiel, da seid ihr hier genau richtig. Nun, wie gehe ich vor? Ich suche mir irgendwelche Orte, wo die Questtafeln geclustert sind. Bedeutet, dass ich mit einer Schnellreise vielleicht sogar zwei bis drei Tafeln mir hier abfrühstücken kann. Besorgt mir erstmal alle Quests. Das tut man natürlich besonders effizient im Zeitraffer. Und deswegen jetzt Zeitraffer an. Los! So, ratet mal, wer jetzt über 20 Minuten hier Quests angenommen habe. Richtig, das war ich. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir so haben. Es waren nicht sonderlich viele. Früher war das gefühlt mehr. Was wir jetzt suchen, sind Quests, die sich gegenseitig decken. Am besten natürlich hier bei Kopfgeldern und Aufträgen. Da haben wir zum Beispiel Schalte Athena-Soldaten aus. Zweimal die Athena-Soldaten, das sind bestimmte. Aber eventuell haben wir noch irgendeine Quest, wo wir einfach nur Athena killen müssen. Genau das gleiche für die spartanischen Soldaten, Staatsschätze plündern. All das sind irgendwelche Quests, die total genial Synergie erzeugen können. Hier haben wir Athena-Soldaten in der ganzen griechischen Welt töten. Dazu machen wir dann einfach ein paar Quests, die auch Athena eben vorsehen zu töten. Wir haben zum Beispiel auch noch hier Ozean-Quests, spartanische Trieren, genau. Athena-Schiffe, Piratenschiffe, Athena-Anführer, weitere Piratenschiffe, Athena-Schiffe und einige von euch wissen das schon, ihr seht, wo das hingeht. Ich habe hier halt etliche Quests, die einfach doppelt sind. Wenn ich jetzt fünf Athena-Schiffe töte, beziehungsweise zerstöre, die Schiffe töte ich natürlich nicht, dann habe ich einfach mehrere Quests auf einmal erledigt. Das Ding ist, früher haben die so viel EP gegeben, richtig viel, da habe ich sowas gemacht, da kamen auf einmal 2 Millionen, 1 Million EP auf mein Konto. Das war dann natürlich hier mit EP-Boost zusammen einfach schon mal ein ganzes Level. Das ist jetzt in meiner Wissenslage nicht mehr so leider, aber wir werden das Ganze jetzt mal ausprobieren. Ich schnapp mir hier das Schiff und dann geht's ab auf die See. Genau dasselbe können wir dann natürlich stellvertretend machen mit irgendwie Athena-Killen. Da gibt es dann auch nochmal Athena-Killen, zum Beispiel im bestimmten Gebiet XY. Und dann geht ihr bitte in dieses Gebiet und erledigt die da. Das deckt sich dann natürlich am meisten. Hier sehe ich zum Beispiel schon mal 3 Piratenschiffe und ein paar spartanische Schiffe. Und dafür habe ich auch einige Quests. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal. So, sterbende See abgeschlossen. 240.000 EP. Und können Stufe 42. Sehr gut. Besser zu Fuß, aber gefährlich auf See. Nochmal 240 KIP.
Das Flottenproblem haben wir auch abgeschlossen. Ihr seht also schon, es geht ganz gut ab hier. Ich habe hier gerade innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten ein Level ungefähr gemacht. Das geht schon fit. Das ist nicht verkehrt. Und ist eine sehr, sehr gute Methode. Aber ihr müsst natürlich auch Questglück haben und immer die richtigen Quests bekommen. So, es wurde genervt. So viel steht fest. Früher gab das mehr EP, aber jetzt geht's ab in die Arena rechts unten hier auf Kreta, beziehungsweise hier rechts unten in der Region Pefki. Einfach zur Arena porten und dann sehen wir uns gleich. Bei der Arena angekommen, immer natürlich einmal die Waffenständer hier looten. Das lohnt sich eigentlich schon. Und dann geht's ab zum Speedleveln. Wir machen standardmäßig hier den Timer an und machen Claudius den König der Banditen. Los geht's und ich bin gespannt, wie lange wir brauchen, um den zu killen. Das Ende gibt immer 53.000 EP ungefähr. Mal schauen, ob dieser Nerf, der hier von einigen von euch betitelt wurde, tatsächlich stattgefunden hat. So, und es ist ganz simpel. Wir regenerieren erstmal unser Adrenalin, beziehungsweise regenerieren nicht, sondern bauen es überhaupt erstmal auf. Erste Welle sind 3 Gegner. Ab der zweiten Welle sind es dann doppelt so viele. Nicht, sondern 4. Ja, moin. Wir klatschen einmal dort hoch, hierhin. Und der ist irgendwie ein bisschen verbuggt, aber jetzt auch tot. Das sollte schon die letzte Welle sein. Machen wir hier nochmal einen Doppelkill. Und dann sind wir auch schon im Bosskampf. Das Ganze hat bislang ungefähr 30 Sekunden gedauert. Ladezeit obendrauf dann vielleicht 40 Sekunden. Claudius, der hat immer Bock. Hoppa. Im Optimalfall one-shottet ihr den natürlich. Gelingt euch das nicht, dann ist es schon ziemlich ineffizient. Ich habe jetzt ungefähr 50 Sekunden gebraucht für den. Krieg hier nochmal ein Level 50 Item, 52.000 EP, 5.000 Drachmen und hatte ja noch ein paar Kill-EP immerhin. So, und das war es im Endeffekt auch schon. Wir rechnen das Ganze jetzt hoch, also sagen wir mal mit Ladezeiten 1 Minute 20 auf 1 Stunde für 52.000 EP mit EP-Boost. Ohne EP-Boost natürlich entsprechend weniger. Muss jeder selber von euch wissen, ob ihr den nutzt oder nicht. Es ist halt einfach ein Effizienz-Tool. Wer gerne effizient ist wie ich, der denkt darüber nach, sich den zu holen. Wer gerne einfach das Spiel komplett so in seiner unverfälschten Form spielt, der holt sich den nicht. Also gehen wir wirklich mal davon aus, dass ihr nicht so schnell seid in der Arena, nicht so gut und routiniert und Ladezeiten habt. Dann werdet ihr etwa so 2,5 Millionen EP pro Stunde machen. Seid ihr da ein bisschen effizienter, dann werdet ihr 3,5 Millionen EP pro Stunde machen. Konklusion dieses Videos ist also, die Kommentare waren nicht berechtigt, der Nerf ist nicht da. Leute, das können wir jetzt nochmal offiziell bestätigen. Das Speedleveln funktioniert noch. 2,5 bis 3,5 Millionen EP die Stunde. Natürlich mit EP-Boost. Ich gehe davon aus, dass ihr den habt. Wenn ihr super effizient sein wollt und hier auf Suche nach den Fähigkeitspunkten seid, wenn ihr eher so ein gechillter Spieler seid, dann wollt ihr eh nicht Speedleveln. Gönnt euch das nicht und macht alles in Ruhe. Kann ich genauso gut verstehen. Wir gehen jetzt also nochmal die Arena durch, damit das auch wirklich jeder von euch versteht, wie das läuft. Ihr skippt hier alles und überspringt gleich natürlich die Eingangssequenz. Dann müsst ihr super effizient sein, die Schüsse immer perfekt setzen, damit auch alles läuft wie geplant. Ich meine, ein, zwei Fehler werden euch einfach passieren, weil es eine Form von Speedleveling ist. Ihr zielt hier hoch, wo die Gegner kommen, tötet den ersten, der zweite springt runter, ihr tötet den dritten, habt 3 Headshots gesetzt. Dann müsst ihr, glaube ich, noch einen töten und vielleicht nochmal einen zweiten. Dann solltet ihr auch auf jeden Fall genug Adrenalin haben, um die weiteren Wellen dann schnell umzubringen. Manchmal kann es natürlich passieren, dass sich irgendwie einer überrascht oder dass euer Multishot nicht vernünftig trifft, weil ihr gerade einen schlechten Winkel habt. Aber im Regelfall soll das dann doch alles eigentlich ganz gut passen. Und dann seid ihr auch schon ziemlich schnell bei Claudius, dem König der Banditen. Den one-shottet man in der Regel. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht mit Damage, aber mit einem Skillshot, zum Beispiel dem Ghost Arrow of Artemis oder dem Verwüsterschuss, nicht dem neuen Verwüsterschuss aus dem DLC, wer den übrigens noch nicht kennt, sollte sich vielleicht mein Review oder mein Video zu allen Fähigkeiten des DLCs angucken. So bitte nicht. Der Verwüsterschuss ist wirklich crappy, der neue. Ich zeige ihn euch vielleicht nochmal kurz. Ich habe den einfach nur drin, weil er neu ist, sage ich ganz ehrlich. Der sieht dann so aus. Ihr habt hier so einen Bereich und wenn Gegner da reingehen, dann explodiert der. Sieht geil aus, ist ein lustiger Effekt, aber eigentlich auch nur lustig und das war's dann. Soweit auf jeden Fall zum Speedleveln. Ihr könntet auch noch andere Methoden ausprobieren. Vielleicht lohnt es sich für euch zum Beispiel Söldner zu farmen hier in Elis, ist aber nicht das Beste, was man machen kann. Ich würde sagen, das war's soweit. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vielleicht sehen wir uns ja demnächst im Livestream. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnarz.